Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich begrüße euch herzlich zu einer Luxemburg-Lecture, zu einer weiteren Luxemburg-Lecture, dass wir heute einen tollen Gast eingeladen haben, John Hillary aus Großbritannien, der Geschäftsführer der britischen NGO War on Want, der Nichtregierungsorganisation War on Want, die vom Guardian, so ein bisschen die einflussreichste progressive Zeitung in Großbritannien, mal als die radikalste NGO Großbritanniens bezeichnet wurde. Das finde ich ist ein großes Lob. John hatte gleich gesagt, naja, das heißt ja in Großbritannien auch nicht so richtig viel. Trotzdem, wir finden ihn toll und haben ihn auch deswegen eingeladen. Er ist der Autor des Buches, über das er heute reden wird, The Poverty of Capitalism, eine exzellente Kritik des globalen Kapitalismus. Und ein Statement der Tatsache, dass weiteres kapitalistisches Wachstum uns nicht aus der Krise rausführen wird, veröffentlicht bei Pluto Press. Ich glaube, noch nicht auf Deutsch erhältlich, aber hier an der Bar und am Bücherverkaufsstand für 10 Euro, was ein exzellenter Autorenpreis ist, erhältlich. Ich kann es allen nur empfehlen. John wird in ungefähr 30 bis 35 Minuten reden und weil er sich mutigerweise bereit erklärt hat, auf Deutsch zu reden, werde ich ihm noch so ein bisschen einen Fremdsprachenzeitbonus geben. Das heißt, er hat noch ein bisschen extra Zeit. Danach wird es 2 Kommentare geben. Einen, jetzt habe ich schon wieder die Reihenfolge vergessen, von Marita Wegerthaler, Agrarexpertin bei Oxfam Deutschland. Und der zweite Kommentar kommt von Frauke Banse, frisch promovierte Politikwissenschaftlerin, unter anderem involviert in der Kampagne für saubere Kleidung. Die werden dann beide ungefähr 10 Minuten sprechen und danach fängt die offene Diskussion an. Und ich glaube, ansonsten, without much further ado, übergebe ich das Mikrofon an John Hillary. Vielen Dank. Tatsio, danke. Ich vergesse mal zu sagen, wer ich bin. Ich bin Tarjay Müller. Ich arbeite hier in der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu Klima- und Energiethemen und komme aus der Globalisierungsbewegung. Daher sitze ich, glaube ich, hier. Schönen Dank. Also, sehr geehrte Damen und Herren, Freunde und Freundinnen, als erstes möchte ich mich recht herzlich bedanken, dass Sie mich eingeladen haben, diese Luxemburg-Lecture bei Ihnen zu halten. Ich bin der Rosa-Luxemburg-Stiftung und dem PowerShift auch dafür besonders dankbar und fühle mich sehr geehrt und auch sehr glücklich, bei Ihnen hier zu sein. Ich muss aber zugeben, dass ich mich auch sehr nervös fühle, indem ich versuchen werde, diesen Vortrag ohne Dolmetscher, das heißt ohne Sicherheitsnetz, zu helfen. Und in den letzten Jahren bin ich mehrmals nach Berlin gekommen, um an verschiedenen Konferenzen und Debatten teilzunehmen. Ich habe es immer peinlich gefunden, dass ich jedes Mal auf Englisch gesprochen habe, während alle anderen auf Deutsch redeten. Oder auch schlimmer, wenn alle anderen auf Englisch reden mussten, nur weil ich dabei war. Und dieses Mal, dass es um mein eigenes Buch geht, habe ich mich entschlossen, dass ich meinen Vortrag auf Deutsch halten müsste. Ich habe die Sprache zwar in 1982 in Deutschland studiert, also das ist schon vor mehr als 30 Jahren. Und in der Zwischenzeit ist es bei mir etwas rostig geworden. Ich werde es mal versuchen, hoffe, dass es klappt und wenn nicht, bitte ich um Ihr Verständnis. Tschüss. Also, zu Beginn sollte ich vielleicht etwas den Titel des Buchs besprechen, der auf Englisch The Poverty of Capitalism heißt und bei dieser Präsentation als die Armut des Kapitalismus genau übersetzt worden ist. Und es ist ja oft so, dass die große Mehrzahl der Leute, die von irgendeinem Buch hören, kein Wort davon lesen wird. Und deshalb erschien es mir wichtig, schon etwas im Titel des Buchs auszudrücken. Und ich wollte erst damit darauf hinweisen, dass der Urgrund der Armut und des Unrechts in der Welt das kapitalistische System ist. Und dies soll eine bedeutsame Behauptung aus 2 Gründen sein. Erstens, da es bei uns in Großbritannien, wie schon gesagt, sehr wenige Nichtregierungsorganisationen gibt, die bereit sind, die Probleme der Welt deutlich ans System selbst zurückzuführen. Was meine Organisation War on Want häufig macht. Und nicht nur aus sozialen Gründen, obwohl ich meistens davon sprechen werde, sondern auch ökologisch. Denn wir wissen Bescheid, dass die Umwelt bestimmte Grenzen hat, die wir schon längst überschritten haben, während der Kapitalismus nach grenzenloser Ausbreitung streben muss, nur um überleben zu können.
Und zweitens wollte ich auch mit dem Titel darauf hinweisen, dass die globale Gerechtigkeitsbewegung an einer anderen Stelle sich befindet als vor 10 oder 15 Jahren, als die Rede ganz und gar von Globalisierung war und von den Regeln zwischen verschiedenen Ländern in der globalisierten Weltwirtschaft. Jetzt sind diese Regeln immer noch aktuell, also besonders bei uns zu dieser Zeit die Verhandlungen um TTIP, das Freihandelsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union. Aber die sind nicht mehr als isolierte Phänomene betrachtet, sondern als die logische Konsequenz vom neoliberalen Kapitalismus. Und das kann man auch beobachten, wenn man vergleicht, an welchen Orten die größten Demonstrationen der Bewegungen stattgefunden haben. Man kann zum Beispiel darüber nachdenken, wie das sensationelle Auftauchen der Antiglobalisierungsbewegung oder alte Globalisierungsbewegung 1999 in Seattle vor der ministeriellen Konferenz der WTO stattfand. Das heißt, wo die Obrigkeiten von allen Ländern die Regeln des Welthandels oder die Regeln der Globalisierung untereinander diskutieren wollten. Dagegen haben die Aktivisten der Occupy-Bewegung letztens ihre Zelten vor der Hauptinstitutionen des Finanzkapitalismus aufgeschlagen, und zwar am Wall Street, vor der Börse in London und in Frankfurt vor der Europäischen Zentralbank. Das heißt, die Bewegung versteht sich und beschreibt sich jetzt als eine antisystemische Bewegung, um den Begriff von Emanuel Wallerstein zu gebrauchen, die nicht nur die Beziehung zwischen den Ländern anvisiert, sondern auch das zugrunde liegende System. Und wir sollten auch nicht mehr vorgeben, als ob es nur um diese internationalen Beziehungen geht, sondern wir müssen unsere Kritik aus dem Standpunkt der politischen Ökonomie entwickeln, um den Kampf innerhalb der globalisierten Weltwirtschaft richtig zu formulieren. Und das heißt als Klassenkampf. Oder wie man auch heute sagt, als Kampf zwischen der 1 und der 99%. Übrigens kann dieser Unterschied zwischen diesen zwei Weltanschauungen, der einen von internationalen Beziehungen, also International Relations, und der anderen von politischer Ökonomie, nicht besser beschrieben werden, meiner Meinung nach, als beim Graffiti, das früher auf der Kopi hier in Berlin zu sehen war, und zwar: Die Grenze verläuft nicht zwischen den Völkern, sondern zwischen oben und unten. Und ich meine, das wäre tatsächlich ein ganz schönes Foto auf dem Cover meines Buchs gewesen. Aber dieselbe Frage war auch mein Ausgangspunkt, als ich begann, das Buch zu schreiben. Nämlich, was hat sich in den letzten Jahren geändert und was bleibt dasselbe? Besonders nach der riesigen Krise des Kapitalismus, die 2008 ausbrach und die Folgen davon wir immer noch durchleben. In diesem Zusammenhang muss man feststellen, wie schnell das kapitalistische System wieder auf die Beine gekommen ist. Erst 2009 hat die G20 an ihrem Gipfel in London hunderte Milliarden von Dollars ins System injiziert, um den Kreislauf von Kapital wieder in Gang zu setzen. Schon 2010 am G20-Gipfel in Toronto haben dieselben Regierungen sich entschieden, dass alles wieder in Ordnung war und dass es jetzt um fiskale Konsolidierung, das heißt Sparpolitik, gehen müsste. Und diese Regierungen haben nicht nur das gleiche System vom Tod ins Leben zurückgebracht, sondern die haben auch dieselben Institutionen zurückgebracht, die an die Krise schuldig waren. Das heißt, der IWF, der Internationale Währungsfonds, der in den Jahren gerade vor der Krise als ein Dead Man Walking beschrieben worden ist, und die WTO, die Welthandelsorganisation, die auch alle Legitimität verloren hatte, da ihre heißgeliebte Doha-Runde im Sande verlaufen war. Aber was ich an dieser Geschichte für besonders merkwürdig halte, ist diese Tat. Es waren nicht die G8-Länder, also die alten Kolonialmächte, die das System und die Institutionen von kapitalistischer Disziplin zurückgebracht haben, sondern es waren die Mitglieder der G20, diese neuen Mächte, die als Schwellenländer beschrieben sind, die aus der Semiperipherie des kapitalistischen Weltsystems die Länder am Kern oder am Zentrum des Systems herausfordern.
die haben das System zurückgebracht. Obwohl es auch die waren, die als stärkste Kritiker des Systems galten, bevor sie Platz am Tisch genommen haben. Und es ist ganz klar, warum sie dem System gegenüber neu erfunden haben. Es ist, weil ihre eigenen Konzerne sich in die ganze Welt ausbreiten und neue Formen vom Imperialismus neben den alten Formen darstellen. Das heißt, Imperialismus richtig als höchstes Stadium des Kapitalismus begriffen. Und in dem Buch beschreibe ich, wie in den letzten Jahren die größten Unternehmen von China, Brasilien, Indien und anderen Schwellenländern ihre Aktivitäten so weit ausgebreitet haben, dass sie jetzt ein Drittel der gesamten globalen Auslandsinvestitionsflüsse ausmachen. Von einem historischen Standpunkt aus befinden wir uns am Beginn einer neuen Epoche, da die 500 Jahre alte Hegemonie der Europäer und deren amerikanischen Nachkommen am Ende ist. Denken wir also zurück ans 16. Jahrhundert, als die Spanier und Portugiesen die neue Welt erobert haben. Als 17., als das Imperium von Genua herrschte, oder als 18. und das niederländische Imperium, oder als 19. und das britische Königreich, in dem die Sonne nie untergegangen ist und, wie wir es jetzt sagen, das Blut nie getrocknet hat. Und schließlich denkt man auch ans 20. sogenannte amerikanische Jahrhundert, das gerade geendet hat. Jetzt aber sehen wir vor uns die Möglichkeit einer multipolaren Jahrhunderts, wo China als stärkste Wirtschaftsmacht auftritt, die aber nicht unbedingt einzelne Supermacht werden möchte. Und man liest zum Beispiel in den Mitteilungen von Beijing, aus Beijing, wie sehr die chinesische Regierung dem Washington gegenüber frustriert ist, weil die Vereinigten Staaten ihre Hegemonie als Supermacht allmählich verlieren und damit die Möglichkeit von allgemeinem Chaos näher bringen, was dem chinesischen Geist eigentlich das furchtbarste von allen möglichen Ergebnissen ist. Beijing hat jedoch häufig auch erklärt, sie möge lieber mit anderen Schwellenländern, besonders mit den anderen Mitgliedern des BRICS, also Brasilien, Russland, Indien, Südafrika, die Verantwortlichkeit von globaler Führung zusammen übernehmen, als allein die einzelne Supermacht werden. Also was immer auch in der Zukunft geschehen mag, bedeutet es so: Die alten Kategorien der Vergangenheit passen nicht mehr wie vorher. Und besonders der Zwiespalt zwischen dem Norden und dem Süden, der seit 1980 geherrscht hat. Denn dies war das Jahr, in dem die Nord-Süd-Kommission von ihrem Willy Brandt geführt, den Bericht mit dem Titel Nord-Süd, das Überleben sichern, herausgegeben hat. Die Kommission hat die Länder des Südens als eine Gruppe konzipiert, trotz deren offensichtlichen Verschiedenheiten, und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil sie meistens eine koloniale Geschichte aus der Vergangenheit miteinander gemein hatten. Und zweitens, weil sie sich immer noch in einem gemeinsamen Verhältnis von Abhängigkeit von den Ländern des Nordens befanden, was schon aus der Dependenztheorie bekannt war. Jetzt passen diese ordentlichen Nord-Süd-Kategorien nicht mehr, denn die ärmsten Länder befinden sich oft in einer Beziehung von Abhängigkeit von den Schwellenländern sowie auch von den Ländern des Nordens. Und darum wollen wir lieber die Kategorien der Weltsystemtheorie gebrauchen, das heißt Kern, Peripherie und Semiperipherie des kapitalistischen Systems, wo die Länder der Semiperipherie, also die Schwellenländer, nach Kapitalakkumulation in den Ländern der Peripherie streben, während sie auch von den Ländern am Kern des Systems selber ausgebeutet werden. Und die nächsten zwei Kapitel des Buchs habe ich einer Geschichte gewidmet, die Ihnen schon bekannt ist, vermute ich. Und ich werde deshalb nicht so lange darüber sprechen. Also das ist die Geschichte, wie das Kapital überhaupt so ganz mächtig geworden ist, dass es grenzenlos in alle Märkte und alle Länder einmarschieren kann. Und diese Freiheit haben die transnationalen Konzerne nicht nur durch die vorerwähnten multilateralen Institutionen wie den IWF und die WTO gewonnen,
sondern auch durch eine ganze Menge von bilateralen Investitions- und Freihandelsabkommen mit individuellen Ländern, die zusammen ein starkes weltweites Netz von Rechten für Konzerne darstellen, wovon die TTIP, die transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft, die zurzeit zwischen Washington und Brüssel verhandelt wird, für uns Europäer die bisher gefährlichste ist. Und wenn jemand mehr davon lesen möchte, ist dieser neue Report von der Rosa-Luxemburg-Stiftung herausgegeben worden, also ganz neulich. Und es befindet sich auch auf der Website und auf dem Tisch hinter. Also wir werden den europäischen Handelskommissar Karl de Gucht Freitag und von dieser Woche auch treffen und ich werde ihm sein persönliches Exemplar geben. Und das Allerschlimmste, was auch beim TTIP zu erwarten ist, ist das neue Klagerecht, das die transnationalen Konzerne durch die bilaterale Investitionsabkommen gewonnen haben, souveräne Nationen vor einem Schiedsgericht zu bringen und ihre Umwelt- und Sozialgesetze herauszufordern. Und davon haben Sie, Deutsche, schon bittere Erfahrung, und zwar durch die zwei Klagen vom schwedischen Energieunternehmen Vattenfall, wovon die erste schon zum Vorteil der Firma beigelegt worden ist, während die zweite immer noch im Gange sein soll. Und dieses neue Klagerecht ist besonders merkwürdig, denn es erhöht das Kapital zum ersten Mal zur gleichen Stellung wie die eines Staats. Denn vorher, wie immer noch in der WTO, war es nur ein Staat, das das Recht hatte, Klagen gegen die demokratischen Gesetze eines anderen Staats zu bringen. Jetzt aber bekommt das Kapital dieses Recht. Und ich habe in dem Buch ziemlich viele Beispiele vorgelegt, wovon man sehen darf, wie gefährlich und antidemokratisch das wirkt. In den zentralen Kapiteln des Buchs beschreibe ich drei Wirtschaftsbetriebe, die drei verschiedenen Arten aufzeigen, wie der Akkumulationsprozess in der globalisierten Welt funktioniert. Der erste ist die Rohstoffwirtschaft, der zweite die Bekleidungsindustrie und der dritte die Nahrungsmittelindustrie. Und ich möchte jeden kurz ansprechen, um darauf hinzuweisen, nicht nur, wie sie sich voneinander unterscheiden, sondern auch, wie sich der Widerstand in jedem Bereich entwickelt hat, um Alternativen zum Kapitalismus zu entwerfen. Also die Rohstoffwirtschaft ist schon als eine Industrie bekannt, wo der Kampf mit transnationalen Konzernen am stärksten ist. Egal, ob es sich um Öl, Gas oder Minerale handelt, ziehen die meisten Gemeinschaften keinen Vorteil aus den natürlichen Ressourcen, die in ihren Gebieten gefördert werden. Das sogenannte Paradox der Fülle oder Paradox of Plenty bei uns. Im Gegenteil, erleiden sehr viele die schlimmste Unterdrückung, Menschenrechtsverletzungen und Vernichtung ihres Ökosystems, die der greifbarste Aspekt des sogenannten Ressourcenfluches sind. Und dies soll die moderne Variante der ursprünglichen Akkumulation von Marx sein, oder was auch heute Akkumulation durch Enteignung genannt wird, wo die großen Öl-, Gas- oder Mineralunternehmen eine enge Verbindung mit öffentlichen und privaten Streitkräften machen, wodurch sie den Widerstand der Bevölkerung unterdrücken können. Die Gemeinschaften, die unter so riesigem Druck leiden, haben in den meisten Fällen sehr wenige Möglichkeiten, dagegen zu kämpfen. Es kann manchmal zum bewaffneten Aufstand führen, aber meistens geht es um Massenmobilisierung und manchmal um Rechtsmittel, wenn die Gemeinschaft das Glück hat, freundlich gesonnene Menschenrechtsanwälte zu finden. Und es gibt ja erstaunliche Siege in diesem Zusammenhang zu feiern. Letztens denkt man dann an den Erfolg der indigenen Bewegung Dongria Kond in Indien, der es vor 4 Wochen gelungen ist, nach 10 Jahren Kampf, das Minenunternehmen Vedanta und seine geplante Bauxitmine weg von ihrem Gebiet zu werfen. Aber wenn wir von Alternativen sprechen, müssen wir zuerst von einer gerechteren Verteilung der Gewinne dieser natürlichen Ressourcen reden, die schon in vielen Staaten zu sehen ist. Man denkt zum Beispiel an die Entscheidungen von Staaten wie Ecuador,
Bolivien, Argentinien und Venezuela, die ihre Verträge mit den großen Unternehmen neu verhandelt haben, um die Gewinne von ihrem natürlichen Erbe mit ihren eigenen Bevölkerung günstiger zu verteilen. Wenn wir aber echte Alternativen zum Extraktivismus, also das heißt zur Rohstoffausbeutung, aussuchen wollen, muss man schon das Beispiel des Yatsuni-Parks von Ecuador ansehen. Der ist ein Naturschutzgebiet im Regenwald, wo es aber auch mehr als 900 Milliarden Barrel Öl im Boden gibt, die etwa 20% der Reserven des Landes ausmachen sollen. Und der Präsident von Ecuador, Rafael Correa, hat 2007 versprochen, das Öl im Boden zu lassen, aber nur wenn die internationale Gemeinschaft Ecuador teilweise für den verlorenen Nutzen entschädigen würde. Und die internationale Gemeinschaft lehnte ab. Und 2013, also im letzten Jahr, hat Korea angekündigt, sein Land würde nicht mehr auf den ökonomischen Nutzen verzichten können. Und wir wissen, dass unsere Gesellschaft sehr wenig Recht hat, über andere Länder zu Gericht zu sitzen. Wenn wir schon den größten Teil der natürlichen Ressourcen der Welt zu unserem Gebrauch aneignet haben und immer noch nur die geringsten Schritte in Richtung eines nachhaltigen Lebens unternommen haben. Und ich weiß, dass Ihre Debatte um die Energiewende vielleicht noch nicht so gut gegangen ist, wie Sie wollten. Und auch, dass ja die Kirschen im Nachbarsgarten immer süßer schmecken. Aber Sie Deutschen, in diesem Zusammenhang sind Sie Deutsche uns weit voraus. Bei uns in England hat die Regierung von Cameron jetzt vor, neue Atomkraftwerke von chinesischen Firmen einstellen zu lassen. Und Sie können sich leicht vorstellen, wie gut das gehen wird. Soweit die Rohstoffwirtschaft. Die Bekleidungsindustrie stellt eine völlig andere Art von Akkumulation dar. Und zwar die klassische Form von Ausbeutung der Arbeiter. Die Industrie hat ihre Wertschöpfungsketten in den letzten Jahren durch die ganze Welt ausgebreitet, sodass Unternehmen wie Gap, Primark oder Adidas keine eigenen Fabriken mehr besitzen, sondern alle ihre Güter durch ausgelagerte Produktion fertigen lassen. Besonders in jenen Ländern, wo Arbeitskosten am niedrigsten sind. Und das Versprechen der globalisierten Industrie war so, dass die Konsumenten der reichen Welt, also wir, billigere Kleidung bekommen würden. Was auch passiert ist, also bei uns in England sind Preise der Frauenkleidung zwischen 1999 und 2008 um 38% gefallen, während Preise von allen anderen Gütern gestiegen sind. Und an der anderen Seite war das Versprechen so, dass die Arbeitnehmer der Entwicklungsländer gute Jobs bekommen würden und einen Weg dadurch aus der Armut finden könnten. Und besonders die Frauen, denn wir wissen, dass der größte Teil der Arbeiter in der Bekleidungsindustrie Frauen sind. Für sie sollte die Globalisierung der Produktion wirklich eine Emanzipation sein, indem sie die Chance hätten, ökonomische und soziale Unabhängigkeit zu gewinnen. Was aber nicht in Erfüllung gegangen ist, genau weil die Produktionsverhältnisse innerhalb der Logik des Kapitalismus immer noch geblieben sind. Und das bedeutet, die Einzelhändler fordern immer niedrigere Fabrikstorpreise, also Einkaufspreise, um ihre Profite hochzuhalten. Die Fabrikbesitzer fordern immer mehr Arbeit für immer niedrigeren Lohn. Und die Arbeiter haben gar keine Möglichkeit, den Weg aus der Armut durch ihre Arbeit zu gewinnen. Und woher kann Widerstand entwickelt werden, wenn all die Chancen so schlecht für die Arbeitnehmer stehen? Und selbstverständlich kämpfen die Gewerkschaften an der vordersten Front und War on Want arbeitet in enger Partnerschaft mit ihnen in Ländern wie Bangladesch, Honduras, China und Sri Lanka, wo sie in den letzten Jahren durch Massenmobilisierung unglaubliche Siege errungen haben. Aber das Problem besteht darin, dass die Gewerkschaften keinen Zugang zu den wahren Machthabern haben, nämlich den Einzelhändlern, die oben an der Spitze der Wertschöpfungsketten sitzen und ganz weit von den Fabriken und den Arbeitenden entfernt sind. Und deswegen sind internationale Solidaritätsaktionen
wie die Kampagne für saubere Kleidung oder wie die unseren so wichtig. Denn wir haben Zugang gerade zu den Markthabenden und können sie in den Massenmedien durch eine Strategie von Naming und Shaming anprangern. Und hier in einem so exportorientierten Betrieb sind echte Alternativen auch nicht leicht zu entwerfen. Es gibt aber schon Alternativen innerhalb des Systems zu finden. Und hier gilt der Existenzlohn, also the living wage, als eine ganz positive Alternative, da er gerade die Aneignung des Mehrwerts herausfordert, die die Basis von Kapitalakkumulation ist. Der bietet keinen unmittelbaren Ausweg aus den kapitalistischen Produktionsverhältnissen an. Aber durch die Einführung des Existenzlohns muss sich die Logik des Kapitalismus einer fremden Logik unterwerfen, die den Bedürfnissen von menschlicher Entwicklung statt den Marktbedingungen entspricht. Und diese Beobachtung weist auch darauf hin, wie die echten Alternativen zum Kapitalismus, worüber ich am Ende reden werde, die Logik des Systems auch herausfordern. Also die Nahrungsmittelindustrie stellt eine Kombination der zwei Arten von Kapitalakkumulation dar, die wir schon bei den Rohstoff- und Bekleidungsindustrien angesehen haben. Ursprüngliche Akkumulation ist jetzt überall beim Landdiebstahl für Agrarinvestitionen zu sehen, das sogenannte Landgrabbing. Und besonders im neuen Wettlauf um Afrika, wo in mehreren Ländern riesige Landstrichen den großen Konzernen oder auch dreisten Spekulanten übergeben werden. Also in Madagaskar, um nur ein Beispiel zu geben, ist eine unglaubliche 99 Jahre Konzession für 1,3 Millionen Hektaren Agrarland dem koreanischen Unternehmen Daewoo erteilt worden, wo Nahrungspflanzen und Palmöl für den koreanischen Markt produziert werden sollen. Aber diese 1,3 Millionen Hektaren betragen schon die Hälfte vom ganzen Agrarland der Insel Madagaskars. Und der Skandal hat zu so ungeheuren Demonstrationen in der Hauptstadt Antananarivo geführt, dass die Regierung abgelöst und der Vertrag gekündigt worden ist. Die klassische Form von Akkumulation durch Arbeiterausbeutung ist auch bei der Landwirtschaft zu finden, wo die kleinen Produzenten vor der Macht der globalen Einzelhändler schon wieder wehrlos sind. Die großen Konzerne versuchen immer mehr, die Kleinbauer in ihre Wertschöpfungsketten zu integrieren, was oft durch offizielle Entwicklungshilfe-Etats ermöglicht und auch leider von Wohltätigkeitsorganisationen gutgeheißen wird. Das bedeutet die reine Proletarisierung von unabhängigen Klein- oder Familienbauern, die bis jetzt außerhalb des Kreislaufs von Kapitalakkumulation autonom geblieben sind. Aber es ist genau im Raum der Landwirtschaft, dass man die meist entwickelte Alternative zum kapitalistischen Produktion- und Handelssystem findet. Und zwar in der Ernährungssouveränitätsbewegung, die in den letzten 20 Jahren gewachsen ist. Also das Rahmenkonzept von Ernährungssouveränität ist besonders durch den internationalen Netzwerk von Kleinbauern und Landarbeitern La Via Campesina entwickelt worden. Und es gilt es eine eindeutige Ablehnung der kapitalistischen Nahrungsregime. Denn das Gewinn- oder Akkumulationsmotiv von Kapitalismus muss unter den Bedingungen der gesellschaftlichen Gerechtigkeit und umweltfreundlicher Nachhaltigkeit unterworfen werden. Das heißt, Produzenten und Konsumenten sollen zusammen von der Tyrannei des Systems befreit werden. Denn die kriegen das Recht, ihre Nahrungsmittelsysteme nach ihren eigenen Wünschen anzuordnen. Als Mitglied dieser Ernährungssouveränitätsbewegung arbeitet War on Want in Partnerschaft mit La Via Campesina und mit ihren Mitgliedern in vielen Ländern. Und dieses Modell von Antikapitalismus war der Ausgangspunkt zum letzten Kapitel meines Buchs, wo ich mehr über diese positive Alternativen reden wollte, die schon in aller Welt zu finden sind.
Ich wollte die Beispiele von kleinen lokalen Alternativen beschreiben, so wie auch die großen Revolutionen, die in den letzten Jahren in Lateinamerika stattgefunden haben, und zwar in Bolivien, Ecuador und Venezuela, wo sie immer noch versuchen, demokratische Übergänge aus der kapitalistischen Vergangenheit zu einer helleren Zukunft zu erproben. Besonders durch Reformprogramme, die neue Beziehungen zum Kapital und neue Formen des sozialen und wirtschaftlichen Lebens in Gang gebracht haben. Und das war das Wort Übergang oder Transition, so bei den Transition-Initiativen, die in England und in Deutschland schon unterwegs sind, scheint mir nützlich zu sein, weil es darauf hinweist, dass der Bruch mit dem Kapitalismus nicht über Nacht zu erreichen ist. Der Entkommodifizierungsprozess, durch den eine neue Logik statt der Logik der kapitalistischen Märkte eingeführt wird, der ist ein andauernder Prozess und dazu gehört auch ein langer Kampf. Es bedeutet auch, dass es ganz viele gültige Wege gibt, eine Ablösung vom Kapitalismus zu vollziehen. Nicht nur den einen heiligen Weg, dem alle folgen müssen. Und wir haben die Verantwortlichkeit, die alten ideologischen Kämpfe hinter uns zu lassen und alle solche Versuche zu unterstützen. Man kann jedoch unter den verschiedenen Versuchen irgendwelche bestimmte Prinzipien beobachten. Und ich habe drei solche Prinzipien im Buch identifiziert, die als umfassende Leitmotive in mehreren Fällen zuvorkommen. Das sind die Volkssouveränität, die gemeinsame Eigentümerschaft und die soziale Produktion. Und ich möchte den letzten Teil meines Vortrags diesen drei Themen widmen. Erstens zur Volkssouveränität. Es war schon bei der Antiglobalisierungsbewegung von Souveränität die Rede, denn man hat ja gespürt, wie stark die transnationale kapitalistische Klasse gewachsen ist und wie wenig Zugang wir, die Völker, zur Macht hatten. In der Zwischenzeit ist es ganz klar geworden, dass unsere nationalen Regierungen gar nicht Opfer von diesem Verlust an Macht waren, sondern die waren selber daran mitschuldig, indem sie die neuen Kräfte dem Kapital übergeben haben. Und deswegen ist es nicht mehr ausreichend, nur nach nationaler Souveränität zu rufen. Man muss ja nach einer Souveränität streben, die den Menschen näher kommt. Und denn richtig gesehen war das Problem in den letzten Jahren nicht so viel die Abschwächung des Staates, sondern, nach der schönen Formulierung von französischen Philosoph Etienne Balibar, war die Krise der Souveränität tatsächlich das Verschwinden des Volkes. Wenn man sich dagegen vorstellt, wie man eine echt partizipative Demokratie entwickeln kann, mögen die Kommunalräte und Arbeitnehmerräte von Venezuela ein Musterbeispiel darstellen. Aber es gibt sicher viele andere Beispiele dazu. Und das führt gerade zum zweiten Prinzip, der gemeinsamen Eigentümerschaft. Denn wir wissen schon, dass die Eigentümerschaft die allerwichtigste Basis der Souveränität ist, was die kapitalistische Klasse längst verstanden hat. Denn sie fordert immer neue Wellen von Privatisierung und Einhegung der Gemeingüter, um den alten marxistischen Begriff zu gebrauchen, womit sie neue Märkte schaffen und weiter durch die ganze Welt ausbreiten kann. Dagegen wirken alle kooperativen Initiativen, allen Arten von Sozialwirtschaft oder Solidaritätswirtschaft und alle Kampagnen, die versuchen, die Gemeingüter, also the commons, zu bewahren. Und wir haben die Verantwortlichkeit, alle diese Kampagnen zu feiern und zu unterstützen, wie vorher gesagt. Nicht nur jene, die zu unserer eigenen Ideologie passen. Schließlich zur sozialen Produktion, die mit der gemeinsamen Eigentümerschaft eng verbunden ist. Die soziale Produktion bedeutet, dass man nicht mehr innerhalb der Logik des Tauschwerts oder des Profitmarkens gefangen ist, sondern dass man die Produktion wieder zum Gebrauchswert und für soziale Zwecke richten kann. Und nur dieser Bruch mit der Logik des Kapitalismus, dieser Entkommodifizierungsprozess, öffnet den Weg zu allen möglichen Alternativen,
die eine faire, nachhaltige Gesellschaft verwirklichen können, einschließlich der Gleichstellung der Geschlechter, des Rettens der öffentlichen Dienstleistungen, der Abrüstung und der Entkommodifizierung des Menschen, so dass wir nicht mehr als Waren betrachtet werden, sondern als freie Wesen, die das Leben und seine Selbstwillen genießen können. Zum Schluss muss man bestätigen, dass der Kampf um die Souveränität, um die Eigentümerschaft und um die soziale Produktion in jedem Land und in jeder Gesellschaft anders gehen wird. Was bei Ihnen in Deutschland die Leute auf die Straße bringt, wird bei uns in England nicht unbedingt so wirken. Auch wenn wir schon Close Cousins oder enge Verwandte sind. Und die Tat aber, dass es in der Welt so viele Beispiele gibt, wo Leute versuchen, dem Kapitalismus gegenüber diese Alternative in Gang zu bringen, muss ja Mut für die Zukunft machen. Und in diesem Zusammenhang gebe ich das letzte Wort zum Schriftsteller Roman Rollo und seinem Satz, der dem Antonio Gramsci so gefallen hat. Pessimismus des Verstands schon, sondern Optimismus des Willens. Also ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und auch nochmal für diese Gelegenheit, mein Büchlein vor Ihnen vorzustellen. Ich freue mich auf die Präsentationen von Marita und Frauke und auf die weitere Diskussion. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich bin total begeistert, sowohl inhaltlich als auch sprachlich. Das war der totale Hammer. Wenn ich irgendeine Sprache 82 gelernt habe, gut, dann wäre ich vielleicht noch Kleinkind gewesen. Aber auf jeden Fall könnte ich mich 30 Jahre später nicht mehr daran erinnern. Ich habe vergessen zu sagen, das hat John gerade noch mal kurz erwähnt, bevor ich jetzt Marita überleite. John hat für unser Büro in Brüssel, für das Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung, eben eine Studie geschrieben zur Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP, großes Thema, was überall diskutiert wird. Die sehr frisch gedruckte Studie liegt hier gerade neu aus, ich kann sie nur empfehlen. Und übergebe jetzt, oder vielmehr das Mikrofon liegt da, deswegen übergebe ich das Mikro nicht, sondern lege meins runter und übergebe an Marita von Oxa. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich habe gerade gedacht, die Auszeichnung der radikalsten Organisation würde Oxfam auf jeden Fall nicht kriegen vom Guardian. Aber manchmal ist Oxfam auch radikaler, als man denkt. Von daher immer wieder für eine Überraschung gut. Ich fand die Stimme dem Bild, was John von der Landwirtschaft gezeichnet hat, insgesamt zu, ein sehr düsteres Bild, finde ich, von der Entwicklung her. Und ich glaube, das sind so drei Punkte, die mir bei der Entwicklung der Landwirtschaft besonders, die ich besonders hervorheben möchte, die du auch angeschnitten hast. Zum einen, dass wir in der Landwirtschaft eine sehr starke Dominanz von einigen wenigen Konzernen haben. Die Top 4 Unternehmen, Konzerne kontrollieren 60% des Saatgutmarktes und 60% auch des Agrarchemiemarktes. Das sind dann Konzerne, wie wir sie kennen, Monsanto, Syngenta, DuPont, Bayer, BASF, Cargill, Bunge und wie sie alle heißen. Und wir also eine sehr starke Marktkonzentration schon haben und auch eine sehr starke Verflechtung zwischen Politik und Wirtschaft in diesem Bereich. Das Zweite ist, das hattest du angeschnitten, dieser Ausverkauf vom Land, der nach der Hungerkrise 2007, 2008 zu beobachten ist und im vollen Gange ist. Nicht, dass wir es nicht schon vorher gehabt hätten, aber die Dimension hat eindeutig nochmal erheblich zugenommen. Investoren gehen weltweit auf Einkaufstour, um sich fruchtbares Land und den Zugang zu Wasser zu sichern. Hier ist insbesondere Afrika im Visier, und die meisten Fälle von Landgrabbing kennen wir hier in diesem Bereich, was auch sehr stark mit einer schlechten oder schwachen Regierungsführung zu tun hat. Etwas, wo du vielleicht ein bisschen weniger darauf hingewiesen hast, da würde ich gerne noch mal ein paar Zahlen nennen, ist vielleicht noch mal die Landkonzentration in Lateinamerika, weil das für mich also so schockierende Zahlen sind, dass ich sie hier gerne doch noch mal zum Besten geben möchte. Also beispielsweise in Paraguay, wo 2% der Betriebe 80% des Landes besitzen
Und wenn man sich anschaut, was wird auf diesem Land angebaut, wird 80% der Fläche nur für Soja verwendet. Also ich glaube, eine stärkere ein Anbau von Monokulturen, also kenne ich, glaube ich, in kaum einem anderen Land. In Guatemala ähnlich, 8% der Betriebe besitzen 80% des Landes. In Kolumbien sind es 14% der Betriebe, die 80% des Landes besitzen. Wir haben also schon eine sehr, sehr ungleiche Verteilung von Land, weswegen die Umverteilung von Land eben auch mit besonders wichtig ist. Der dritte Punkt ist die Förderung insgesamt der industriellen Landwirtschaft. Sie drängt eben die Mehrheit der Kleinbauern und Kleinbäuerinnen ins Abseits. Und obwohl wir wissen, dass Hunger nicht ein Angebotsproblem ist, dass es nicht der Fall ist, dass uns Nahrungsmittel fehlen, sondern dass Menschen nicht das Geld haben, um sich Nahrungsmittel zu kaufen, kann man trotzdem leider Gottes sehen, dass die Politik und das Business sehr stark genau auf diese Produktionssteigerung einseitig setzen. Und das wird auf jeden Fall nicht den Hunger bekämpfen, ganz im Gegenteil. Ich bin froh, dass John, du nochmal besonders die Situation in Afrika dargestellt hast, weil ich finde, die Industrialisierung der Landwirtschaft mit all ihren negativen Facetten in Lateinamerika und Asien schon wesentlich weiter fortgeschritten ist und Afrika wirklich jetzt der Kontinent ist, der im Visier der Konzerne ist. Die Weltbank tönt, dass man da Gewinne machen kann und bis zu 1 Billion US-Dollar bis 2030 von Agrobusiness an Gewinnen irgendwie denkbar sind. Von daher natürlich dann auch die entsprechenden Rahmenbedingungen für dieses Agrobusiness gesetzt werden. Und wir sehen eine Vielzahl von Initiativen, von Public-Private Partnerships, die genau diese Industrialisierung massiv vorantreiben, den Einsatz der grünen Revolution sehr stark machen, also ein massiver Einsatz von Düngemitteln, Pestiziden, Gentechnik, Industriesaatgut auf der einen Seite, aber zum anderen eben auch sich wichtige Land- und Wasserrechte sichern. Was die Umverteilung von Land geht, das ist ja ein wesentliches Element auch der Ernährungssouveränität, von daher fand ich deine Beispiele, die du genannt hast, auch ganz spannend. Gleichwohl habe ich bei Bolivien nochmal nachgeguckt und ich bin mir nicht so sicher, ob das Bild so positiv ist, wie du es dargestellt hast, ganz ehrlich, weil es zwar also positiverweise Fortschritte gegeben hat in dem Sinne, dass die bestehenden Rechte von Indigenen stärker anerkannt werden und ich glaube, das ist auch das, wo diese 10 Millionen Hektar weitestgehend herkommen, aber wenn es um die Umverteilung von Land geht, hatte ich heute nämlich extra nochmal nachgeguckt bei der Fundación de Tierra, die das sehr, sehr stark verfolgt. Da waren die also nach wie vor sehr unzufrieden damit und haben letztendlich festgestellt, dass es weiterhin eine sehr starke Konzentration gibt und eine sehr ungleiche Verteilung von Land und bei der Umverteilung da noch nicht so wahnsinnig viele Fortschritte gemacht wurden. Von daher das Bild sich vielleicht ein bisschen anders darstellt. Wo ich dir auf jeden Fall nicht zustimmen würde, ist vielleicht so der einzige Punkt, wo ich gemerkt habe, da ging es mir nicht so gut mit und damit ende ich dann euch. Ich weiß nicht, ob ich in der Zeit bin, vielleicht doch schon bei meinen 10 Minuten, ist die Frage, wie letztendlich freiwillige Leitlinien zu Land jetzt im Besonderen zu beurteilen sind. Die wurden im Mai 2012 vom UN-Welternährungsausschuss verabschiedet, sehr stark auch vor dem Hintergrund des Landgrabbings. Wohl wissend, dass natürlich verbindliche Regeln also weitaus besser gewesen wären, aber praktisch politisch die Einstellung war, dass man nichts Besseres gerade schafft als freiwillige Leitlinien. Von daher haben sie durchaus ihre Schwächen, was das angeht, aber ich würde dir nicht zustimmen, dass sie letztendlich erst großflächige Landakquisitionen wirklich noch vorantreiben. Ich glaube, damit würde man den Leitlinien dann doch ein bisschen Unrecht tun, weil dieser Trend so oder so, finde ich, sehr stark da ist und die freiwilligen Leitlinien letztendlich aus so einer menschenrechtlichen Perspektive nochmal den Regierungen sozusagen Prinzipien an die Hand geben, wie sie es besser machen können und es nun natürlich irgendwie darum geht, dass diese Prinzipien auch umgesetzt werden, was kein leichtes sein wird, sondern wahrscheinlich erbitterte Kämpfe auch notwendig macht.
aber trotzdem ja auch diese freiwilligen Leitlinien von Kleinbauernorganisationen wie La Via Campesina ja auch wirklich mit erarbeitet wurden im UN-Welternährungsausschuss. Von daher glaube ich auch ein Stück weit Hoffnung damit verbunden ist. Vielen Dank, Marita. Und ich finde es auch gut, dass du ein oder zwei Dissense angemeldet hast. Meine Sorge in dieser spannenden Veranstaltung ist so ein bisschen, dass wir einander alle viel zu sehr zustimmen. Ich bin auch schon fleißig dabei, mir ein paar Dissense einfallen zu lassen. Habe auch noch große Hoffnung, dass Frauke da auch noch mal ein bisschen da reingrätscht und was dazu sagt. Vielen Dank. Ja, danke. Danke erstmal für die Einladung. Kurz zu meiner Person vielleicht. Ich mache Kampagnenarbeit für die Kampagne für saubere Kleidung. Trete hier aber als Privatperson auf, um einfach freier sprechen zu können. Das war so die Abmachung. Das naja, es ist einfach leichter, dann muss ich nicht mich so an so einen bestimmten Sprechcode vielleicht halten und kann vielleicht auch nochmal kritischer auf das eigene Vorgehen auch eingehen. Ich möchte auf zwei Ebenen antworten. Einmal auf das Kapitel 6 eben, die Textilproduktion, aber auch noch mal so ein bisschen sozusagen das Ziel des Buches beleuchten und würdigen, kritisch würdigen dabei. Ich finde das Kapitel 6 zur Textilproduktion ausgesprochen informativ. Also ich finde, du hast eine wirklich informative, detailreiche Analyse der Entwicklung des globalen Textilmarktes gegeben, die ich so bisher noch nicht kannte und eben auch dann in schönen Zusammenhang gebracht mit der Auswirkung der zunehmenden Liberalisierung und den Effekten auf die wirklich dramatischen Arbeitsbedingungen in dem Bereich. Du beschreibst sehr gut, finde ich, eben das Outsourcing und eben das, was du eben auch schon gesagt hattest, dass eben hier keine Direktinvestition von europäischen Markenfirmen stattfinden, sondern eben so ein Outsourcing stattfindet. Und du bezeichnest das dann ja auch ganz gut als Netzwerkkapitalismus, was, glaube ich, ein wichtiger Begriff ist, um auch eben strategische Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Ich finde es auch wichtig, auch was dann die strategischen Schlussfolgerungen wiederum angeht. Du machst einen, finde ich, guten Rückblick auf die Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, wo es ja durch unternehmensbezogene Kampagnen eine Reaktion dieser Unternehmen des Corporate Social Responsibility gab, was man letztendlich als PR-Strategien, was du ja auch schön als die PR-Strategien dann auch entmystifizierst sozusagen. Und du stellst es schön gegenüber mit der gleichzeitigen Entwicklung einer zunehmenden Konkurrenz auf dem Weltmarkt, auf dem globalen Textilmarkt, zunehmenden Preisdruck auf die Zulieferer und eben der gleichzeitigen Steigerung der Profite der Markenfirmen. Was ich auch noch beeindruckend fand, war da eine sehr gut informierte Beschreibung der Situation in einzelnen Produktionsländern, Bangladesch, Kambodscha, Pakistan. Und eben hier auch sozusagen nochmal eine spezifische Beschreibung auch der einzelnen Besitzstrukturen, also wer investiert in diesen Ländern. Ja, und insofern finde ich es eine sehr gute, kompakte Analyse. Nichtsdestotrotz habe ich einige kritische Anmerkungen. Und die sind vor allen Dingen strategischer Art. Ich finde, wie gesagt, an der Analyse habe ich überhaupt nichts auszusetzen. Du hast aber eine gute Beschreibung der Entwicklung des Textilmarktes, sagst, die Liberalisierung haben massiv zu auch einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen geführt. In der strategischen Antwort sagst du dazu aber nichts. Und das fand ich sehr schade. Wir selber suchen nach einer Antwort und ich hoffte auf zumindest eine Diskussion dieser Antwort. Und ich habe sie sehr schmerzhaft vermisst. Und dann sagst du halt, du beschreibst unter anderem als eines der Ziele, die ich absolut teile, nämlich, dass es wichtig ist, die Organisationsmacht, also die gewerkschaftliche Macht der Beschäftigten zu stärken. Das stimmt. Und dann sagst du aber, ich lese es erstmal auf Englisch vor und dann übersetze ich es, ultimate responsibility rests not on the national level, but with the buyers and retailers that control the global supply chain and dictate the terms of operation. Also, Seite 115. die eigentliche Verantwortung für sozusagen, die eigentlich Verantwortlichen sind eben die Käufer und liegt eben nicht auf der nationalstaatlichen Ebene. Und das stimmt und das stimmt nicht, meiner Meinung nach. Und das stimmt natürlich, weil die Beschreibung macht ganz deutlich, es gibt hier eine sehr starke Einflussnahme und auch Interesse und Profit aus dieser Zunahme der Konkurrenz. Gleichzeitig suggeriert dieser Satz A, dass die nationale Ebene für die Kämpfe letztendlich nicht entscheidend ist. Und das sagst du ja auch auf anderer Seite, dass es nicht so ist. Aber trotzdem suggeriert es dieser Satz, der zentral ist für die strategischen Schlussfolgerungen aus deinem Kapitel.
Und B, dass wir eigentlich, also wenn es denn dann die eigentlich Verantwortlichen, die Käufer, also die Käufer jetzt nicht im Sinne von individuellen Käufern wie du und ich, sondern Käufer der kaufenden Unternehmen, dass wir eigentlich an diese Unternehmen appellieren müssen, um Verbesserungen zu erwirken. Eigentlich wollte ich darauf jetzt nicht weiter eingehen, da du es aber nochmal so stark gemacht hast in deinem eigenen Vortrag, sage ich da doch nochmal was ganz kurz zu. Oh, ich rede zu schnell. Das tue ich immer, es tut mir leid, ich versuche. Danke, alles klar. Genau, also kurz, ich wollte ganz kurz auf dieses Problem, was, glaube ich, auch die Kampagne für saubere Kleidung als Problem hat, als eine Tradition, nämlich sich sehr stark auf die Markenfirmen zu fokussieren und hier nicht auf sozusagen soziale Verantwortung zu ablehnen, sondern eben auf verbindliche Regeln. Das ist ja das Entscheidende daran. Nichtsdestotrotz gibt es hier halt ein Problem, dass wir damit dennoch PR sozusagen PR-Strategien forcieren von diesen Handelshäusern, Markenfirmen. Und ich, also sozusagen, was wir in diesem Satz vermissen, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, ist eben die politische Ebene und die politische Regulierungselemente da drin. So. Genau, ich will nämlich eigentlich ein bisschen mehr auf das Problem der Kampfbedingungen und der Peripherie eingehen. Also die Kampfbedingungen der Gewerkschaften vor Ort. Und die kommen mir ein bisschen zu kurz. Du hast es ein bisschen positiver dargestellt in deinem jetzigen Vortrag, also in deinem Vortrag eben. Aber in dem Buch selber, in dem Kapitel, kommen sie mir zu kurz. Ich glaube nämlich, es ist komplizierter und muss kontextspezifischer eingeordnet werden, als du es tust. Und da ist deine Analyse der nationalen Macht- und Besitzverhältnisse in den Produktionsländern sehr interessant und nutzbar zu machen. Das tust du leider nicht in dem Kapitel. Und zwar in Pakistan, ich war jetzt Anfang letzten Jahres in Pakistan und da hatten wir verschiedene internationale Strategien vorgestellt zur Verbesserung des Arbeitsschutzes. Und die Kolleginnen und Kollegen waren gar nicht so wahnsinnig daran interessiert, weil ihr Problem war es, dass gerade die Fabrikinspektoren abgezogen wurden, um Investitionsbedingungen vermutlich für nationales Kapital, das stellst du ja auch schön dar in deinem Buch, dass es vor allen Dingen in Pakistan nationales Kapital ist, was investiert. Diese Fabrikinspektoren wurden abgezogen und ihre Bemühen war es eben, diese Fabrikinspektoren wieder zum Laufen zu bringen, aber für sie war die internationale Ebene gar nicht das Entscheidende daran. Und dann gab es eben wirklich erfolgreiche Kämpfe in einer Stadt, die wir besucht haben, Faisalabad, die weniger mit den Käufern zusammenhingen, weil es waren eben Weber, also sozusagen eine Produktionsschritte vor dem puren Nähen, ja, vor der Konfektionierung. Dort haben die Weber durch ein hervorragend vorzügliches gewerkschaftliches Organizing sehr gute Teilerfolge erzielt, also Mindestlohn ausgezahlt bekommen, weitere Gesundheitsschutz in ihren Fabriken erwirkt und so weiter. So, das ist das. Und das andere, also was mein Punkt hierbei ist hier, ich glaube, du unterschätzt, oder zumindest im Buch, in dem, was du gerade sagtest, nicht, aber in dem Buch kommt dieses Moment der eigenen Handlungsfähigkeit auf nationaler Ebene in den Produktionsländern zu kurz. Auch in Bangladesch hätte es, glaube ich, so zumindest kritische Gewerkschafterinnen, die ich da sprach, zu einer besseren sozusagen Ergebnis in den Kampf um die Erhöhung des Mindestlohns kommen können, so denn die Gewerkschaften, die ja auch eng mit der Regierung teilweise verbandelt sind, nicht so schnell eingeknickt sind. Also das ist jetzt erstmal eine kritische Position, die kann ich erstmal so nicht überprüfen, aber man muss es zur Kenntnis nehmen, dass da vielleicht mehr hätte drin sein können, wenn die Beziehung zwischen Gewerkschaften und Regierung eine andere gewesen wäre. Und auch, also was mir auch ein bisschen zu kurz kommt, ja, die Fabrikbesitzer in allen Produktionsländern stehen unter enormem Preisdruck. Trotzdem machen auch diese Profite. Und ich glaube, und die sind teilweise sehr reich. Und ich glaube, dass die gewerkschaftlichen Spielräume hier sehr viel größer sind, als sie dann von diesen Fabrikbesitzern tatsächlich eingeräumt werden. Du verweist als wichtige Strategie für den Textilsektor auf die Asia Floor Wage Kampagne, also sozusagen das Plädoyer für einen Existenzlohn. Und das ist schön, dass du es machst. Das ist auch eine Kampagne, die Kampagne für saubere Kleidung propagiert. Ich glaube aber, dass es vor allem eine politische normative Orientierung ist. Ja, okay.
Denn die Löhne, und die Löhne selbst werden auf einem nationalen Kontext verhandelt. Ja? Und das ist wichtig, und das schreibst du auch für eine Ausbildung eines Klassenbewusstseins, aber hier wird erstmal ein panasiatisches Klassenbewusstsein und nicht ein internationales Klassenbewusstsein gefördert. Und das führt jetzt zu meiner generellen Anmerkung, die ich zu dem Buch habe. Ich finde, du stellst sehr schön die Dynamik dar, in der Entwicklung zwischen, also dass sozusagen nicht mehr die Dichotomie Nord-Süd, so sie denn jemals so gegeben war, so gemacht werden kann, sondern benutzt eben die sehr viel dynamisch oder also analytisch klareren Begriffe Peripherie, Zentrum und Semiperipherie, wo eben es möglich ist, internationale Dynamiken mit nationalen Dynamiken auch in Verbindung zu setzen. Das ist eben für den Textilsektor eben auch deswegen interessant, weil hier eben ausländische Direktinvestitionen vor allen Dingen von asiatischen Unternehmen getätigt werden. Du merkst auch an, dass es eben Maßnahmen, die vorher vor allem in peripheren Ländern durchgeführt wurden, nämlich Strukturanpassungsmaßnahmen, jetzt auf Griechenland angewendet werden. Nichtsdestotrotz schreibst du in den Anfangsworten eines Buches, dass es dir darum geht, die Erfahrung of the people in the global south zum Sprechen zu bringen. Und da habe ich mich gewundert, weil ich finde damit, sozusagen das Potenzial, was das Buch hat, wird damit wieder ein bisschen geschmälert, weil es meiner Meinung nach eben dieser Fokus verunklart wieder das, was es vorher klar gemacht hat, nämlich dass es auch in Ländern des sogenannten globalen Südens Ausbeuter und Ausgebeutete gibt. Ja? Dass es auch hier eben deswegen, also dass es das auch einen Einfluss auf die emanzipatorischen Strategien in den jeweiligen Ländern hat. Und das ist das Wichtige für mich hier, dass es eben internationale Solidarität schwieriger macht zu denken und nicht nur eine panasiatische und damit auch nochmal Perspektiven entlang einer internationalen Wertschöpfungskette eröffnet. Ja, also zum Beispiel, das ist jetzt aus meinem Kampagnenleben gegriffen, zwischen Betriebsräten hier in Deutschland von H&M und Zara und bangladeschischen Arbeiterinnen, jetzt als eines der Beispiele. Ich finde, das sind jetzt die kritischen Anmerkungen, die ich habe. Nichtsdestotrotz gibt dein Buch die Möglichkeit, antikapitalistische oder kapitalismuskritische Position auch gerade in der NGO-Welt zu sprechen, gibt wunderbare Handreichungen und ich bin dir sehr dankbar dafür. Mindestlohn. Vielen Dank. Vielen Dank für die Diskussion. Und natürlich nochmal danke an Marita, danke an Frauke und besonderen Dank an John, der auch vor allem mit dem deutschen Vortrag, ich war auch zutiefst beeindruckt, kauft das Buch, es liegt noch hier, trinkt noch ein Bier, trinkt noch einen Wein. Nehmt die Studie mit und kommt gerne zur nächsten Luxemburg-Lecture. Vielen Dank.